Ich habe mich immer gefragt, warum man eigentlich immer nur seinen Körper trainiert. Und aus dem Leistungssport kommen und Segeln ist ja auch viel so Schach auf dem Wasser, habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir eigentlich immer nur unseren Körper trainieren. Dann sind wir zwar alle, wenn wir älter sind, wahnsinnig gut aus, aber haben halt eben oben Schwierigkeiten. Ne? Der Kopf ist eine ganz wichtige Komponente unseres Lebens. Du kannst Sport eigentlich nur ganzheitlich betrachten. Und daraus ist eigentlich Maido entstanden. Das erste Mal, das ist in der Tat das erste Mal, kombinieren wir Körper und Gehirn miteinander in einem Training. Und das Ganze ist dann halt wissenschaftlich ausgearbeitet. Wir haben viel versucht, das auch den Spaßfaktor mit reinzubringen. Das heißt also, in einer Stunde hast du sowohl einen wunderbaren körperliches Workout, als auch, dass du halt dein Gehirn aktivierst. Wir setzen viele Reize. Das Ganze ist sehr sozial. Wir integrieren viele und macht total viel Spaß. Denn am Ende weiß ja jeder, du bist nur dann motiviert, wenn es dir irgendwie auch Spaß bringt. Du bleibst dann auch dabei am Ball. Erstmalig haben wir das hier in ein Fitnesskonzept integriert. Elements ist das erste Studio, was das anbietet. Qualität ist dabei ganz wichtig. Elements hat diese Qualität und den Standard, den wir brauchen, um Maido zu positionieren. Die Zukunft wird es sein. Ich bin mir ganz sicher, dass die Zukunft den Kopf in jeglicher Form des Sports mitnehmen wird. Und ich stehe auf Prävention anstelle auf Therapie und von daher würde ich mir das wünschen, wenn wir tatsächlich solche Formate auch in ganz Deutschland etablieren können. Und wünsche dabei jeden, der es macht, viel Spaß, kommt, probiert es aus bei Elements. Das heißt also ohne Schuhe, wer nicht möchte, geht es auch wunderbar mit Schuhen. Aber wir sagen halt immer, es ist eigentlich besser, genau, weil man tatsächlich hier... doch auch, ne, gerade wenn man balanciert und so und das dann halt ohne, ist ätzend, wenn man da Schuhe anhat. Und da ich das auch, wir sehr viel Wert auf die Füße legen, ne, die müssen uns schließlich unser Leben lang tragen. Wir machen jetzt zwei Warm-Up-Spiele, damit wir einfach warm werden, bevor wir in die Übungen reingehen, damit man sagen kann, dass keine Verletzungsrisiken so sind oder sonst was. Philipp und ich zeigen jetzt einfach mal das Matrix-Spiel. Das ist einer meiner Lieblingsspiele, es macht mir riesigen Spaß, weil man kann sein Gegenüber ein bisschen so ärgern und das ist sowas, was ich gerne mache. Ich habe das Gefühl, du freust dich schon. Ja, es ist sowas, wir haben da immer so ein Duell auf und deswegen freue ich mich da so drauf. Genau, ich zeige euch das jetzt mal, wir fokussieren uns jetzt hauptsächlich mal auf die Hüfte für den Anfang. Genau, der Gegenüber hat einen Stab und versucht quasi mit dem Stab die Person zu berühren und die Person gegenüber versucht das natürlich auszuweichen. Ganz einfaches Prinzip. Philipp zeigt das jetzt gleich nochmal schön mit der Hüfte. Er geht zuerst. Es gibt Leute, die kommen ganz nach unten und rücken sich wieder schön nach oben. Wichtig ist mir wirklich, dass der Rücken noch schön gerade ist. Okay? Sehr gut. Wichtiges Prinzip. Nicht durchhängen lassen und so ranziehen, sondern wirklich hoch. Genau, wieder komplett durch und wieder hoch. Angewinkelte Beine bedeutet, ist leichter. Haben eine kurze Rastpause. Bei der nächsten Station sind es Läufe. Wir geben schön Gas und tippen immer den Ball, stellen uns quasi drauf und versuchen das Ganze hier zu lösen. Für die Leute, die es ein bisschen schwieriger haben wollen, können auch auf einem Bein stehen und das Ganze lösen. So wie er. Genau. Oder für die Leute, die sagen, das ist mir zu schwer, auch wenn ich auf zwei Beinen da drauf stehe. Ich mach's hier auf einem Bein. Genau. Und im Unterarmstütz natürlich. Damit es nicht so einfach wird. Anspruchsvoll natürlich. Wir stellen es euch quasi davor ein, dann kommt 3, 2, 1, wie ihr schon vorhin gesehen habt. Wir gehen im Unterarmstütz. Wichtig ist, Pobackenstück zusammengreifen, dann natürlich immer schauen, wo das Licht zuerst aufleuchtet. Genau. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn man sich darauf konzentrieren muss. Und auch noch die 5 Millisekunden knacken möchte. Genau. Good. Das ist unsere Station 1. Generell ist es so, dass wir sehr häufig ein Maido-Training auch barfuß machen, mit Absicht, weil das Ende ist, dass die Basis, mit der man sozusagen seinen Erstkontakt zum Boden hat, und starke Füße sollten auch gebildet werden. Für den Moment jetzt, für das, was wir machen, könnt ihr eure Schuhe auf jeden Fall anlassen. Das ist erstmal für euch auf jeden Fall besser. Aber wir werden sehr häufig auch an der Basis arbeiten. Das ist eben, das sind die Füße und da nehmen wir das auch auf den Barfußtraining mit auf.
zweite Übung, genau, genau. Da geht es um die Reaktion. Das heißt, mal vor, also wir lassen den Stab, also ein Peter ist hier da, lässt den Stab fallen und derjenige versucht den Stab kurz bevor er vom Boden ist aufzubauen, so spät wie möglich. Wir können auch ein bisschen uns bewegen und die Person ein bisschen ärgern, dass wir einfach immer schön in Bewegung sind. Genau, so funktioniert das. Genau, Hand-Augen-Koordination, Reaktionstraining, Fokus. Die also den Stab anschauen, sollten wirklich den Stab anschauen und wissen, wo er hingeht. Ja. Und möglichst nicht spät vom Boden reagieren und den Stab dann auffangen. Genau. Station Nummer 2, dann kommt Nummer 3. Unser Sensoborn, ein Gleichgewichtstraining, Balance-Training in der Kombination mit dem iPad. Kennt wahrscheinlich jeder. Das Labyrinth. Genau. Natürlich in Kombination. Das ist, sieht leicht aus, aber ist gar nicht so. Was auch? Das wird wieder rein körperlich an der Stelle. Was es dann wieder spannender macht, wenn ihr dann danach auf diesen Brainball und in diese Planke-Position trefft, ist das Durchsitzen, also so eine koordinative Komponente, eine Ganzkörperübung am Ende, Bodyweight, also ihr arbeitet mit euch selbst, ohne in dem Fall irgendwas weiteres zu benutzen. Sieht folgendermaßen aus, wir können das einmal mal zusammen machen, das sollten wir mal, ich zeige es euch mal und dann macht ihr das einmal mit mir, dass ihr auch wisst, was ihr gleich machen sollt. Sieht so aus, ihr seid in so einer Krabbelposition, also vom Start her, als würdet ihr loskrabbeln wollen auf allen Vieren, die Knie sind in der Luft. Und dann macht ihr folgendes, ihr setzt zur Seite durch, das heißt, ich hebe meinen rechten Fuß und strecke das Bein, das rechte, nach links durch und setze mich einmal ab. Dann hole ich das ganze Konstrukt zurück zur Mitte und das Ganze geht dann auf die andere Seite mit dem linken Bein, einmal durchsitzen, absetzen. Und das Ganze wechselt immer. Man kann das so ein bisschen in Stufen, und darum geht es auch, Progressionsstufen zu wählen jedes Mal, dass jeder seine findet, heranführen. Das heißt, das kann so ziemlich jeder. Das kann also auch egal wie alt oder vom Thema her, das klappt eigentlich fast bei jedem, wenn man das ein bisschen fortgeschrittener haben möchte. Dann sieht es so aus, dass man beispielsweise nur die Ferse antappt oder am Ende das auch fliegen lässt und hier einen Sprung einbaut und einen richtigen Kick zur Seite. Tack. Von euch hätte ich gerne Stufe 2. Ja? Das heißt also Minimum nur Fersen antappen, das reicht mir eigentlich. Ja, wollen wir es einmal machen? Wollt ihr einmal probieren? Das Durchsitzen geht mal in die Position, dann wird es gleich auch funktionieren. Sehr gut, aber immerhin kann man nicht. Das ist auch stressig. Ja, das ist stressig. Das ist stressig. Echt? Ja, das ist stressig. Ja, das ist stressig. Ja, das ist stressig. Sehr gut, einmal wechseln bitte. Sind wir schon eine Runde rum? Ja, ich hab sie noch. Noch nicht, oder? Gut, ja? Noch einmal. Geht in die Position. Das ist so schnell. Bereit machen. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Ganz einfach den Körper durchschauen.